Ja, hallihallo, meine lieben Zuschauer. Herzlich willkommen zum heutigen Special. Der Stream, der jetzt gerade ist, der war nicht so wirklich geplant. Ist eher so ein Spontan-Stream. Heute ist Splatoon 3. Direkt zu einem Splatfest. Ja, heute darf man endlich in Splatoon 3 reingucken. Ich habe mein Team schon gewählt und auch schon meinen Char erstellt. Ich habe mich für Team Stein entschieden. Zur Erklärung, was Splatfest ist. Wir alle wählen Teams und wir müssen gucken, dass unser Team das Beste ist. Und niemand besiegt Stein. Bisher habe ich mit Stein immer bei den Stein, Schere, Papier gewonnen. Und hoffentlich bleibt das hier so. Ja, ich kann euch ja erstmal eben kurz meinen Chart zeigen, für die, die es interessiert. Der wird höchstwahrscheinlich auch auf dem Thumbnail später auf YouTube landen. Unser Ziel ist es jetzt gleich, so viele Runden wie möglich zu gewinnen, aber erstmal würde ich mir gerne die Stadt von Splatoon 3 mal so ein bisschen angucken, bevor wir da reinschauen. Ich will zu dem Zeitpunkt, wo ich dann hier durch die Stadt schlender, auch direkt aufklären, wie das später verlaufen wird, das Projekt, weil ich das Spiel 100% kaufen werde. Okay, hier ist Sackgasse. Bei Twitch werden mehr oder weniger später nur Community-Streams laufen. Und die Story, die kommt auf jeden Fall auf YouTube. Wenn das Spiel ganz draus ist. Ja, das sind die neuen Ansager von Splatoon 3. Maho, dann noch irgend so Manta und den dritten Namen habe ich schon wieder vergessen. Was soll das denn heißen? Also manche von den Fanarts, die Leute hier haben, finde ich immer richtig schön, aber das fand ich jetzt ekelhaft. Oh, das sind Downtown. Ja, es sollen jetzt auch richtig viele neue Geschäfte dazugekommen sein. Hier findet später irgendwann auch die Story irgendwo statt. Ich glaube hier. Sieht zumindest so aus, wie so eine Story-Ecke. Also die Stadt ist schön gebaut, kann ich jetzt schon mal sagen. Na gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal ins Spiel jetzt richtig rein. Was habe ich denn an Waffen schon zur Verfügung? Okay, den normalen Kleckser, eine MG, noch ein Kleckser. So gesehen den Granatwerfer. Ich muss halt gucken, mit welcher Waffe spiele ich überhaupt. Der Pinsel war so gesehen ein Ninja-Schwert. Ich muss halt wirklich erstmal gucken, mit welcher Waffe will ich gleich überhaupt spielen. Ja, das Splatthaner, das habe ich schon im Trailer gesehen und den Stringer. Die beiden Waffen will ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich will nochmal reinhören, ob ihr mich richtig gut hört. Ja, aber das Spiel habt ihr kaum gehört. Ich kann das Spiel halt in-game nicht leiser stellen. Ich kann es nur bei OBS leiser stellen. Ja, das war die MG. Welche Waffe spielen wir? Die Sniper. Die sieht hier so krass aus. Swapper war ich nie so wirklich der Fan von. Splatoon ist übrigens eins der einzigen Shooter, was ich so wirklich aktiv spiele. Ach, eine Sache, die wir auch natürlich machen müssen. Ich habe ein Splatoon-Amiibo hier rumstehen. Ah, okay. Das Inkling selber zählt nicht. Der hat das jetzt nicht umgestellt, ne? Ach, ich muss auch noch gucken, welche Power hat überhaupt die Rüstung, die ich anhabe. Da muss ich ja auch was Gutes finden. Regeneration höher, die Spezialpower höher. Die Kleidung macht hier halt einen echten Unterschied im Gegensatz zu anderen Spielen. Im richtigen Spiel kann man das dann aber natürlich ändern. Ein Startvorteil. Den Verbrauch könnte man senken. Ich würde gerne etwas nehmen, was schon viele Fähigkeiten hat. Ja, nehmen wir die Brille. Was macht denn Endspurt? Okay.
Damit kann man arbeiten. Ja, sowieso das Bloodfest-Shirt. Oh, Zerstöre. Das ist Item-Zerstörer. Diese orangen Sneaker, die nehme ich mal. Das Ding hat die Heulboje. Okay, und einen Sepitox-Nebel. Na gut, wir testen dann jetzt erstmal den Bogen und danach das Splatana. Das ist ein richtig schönes Fanart übrigens. So, hier ist die Kampfarena. Ich hoffe, dass meine Randoms dieses Mal, also bei diesem Spiel, zu irgendwas zunütze sind. Ich bin es nämlich gewohnt aus Splatoon, dass alle Mates, die ich bisher immer da hatte, vor allem Randoms, für die Tonne waren. Ja, das ist ein spezielles Bloodfest. So, ich teste gerade eben kurz den Bogen aus. Wie viel Schaden macht das, wenn es genau trifft? Das interessiert mich. 105. Ah, auch nur direkte Treffer machen Schaden. Ah, und im Sprung ist der Schuss auch anders. Okay. Okay, wir kämpfen, glaube ich, gerade gegen Team Schere. Wir müssen Fläche wettmachen. Kills sind jetzt nicht so wichtig, was die meisten Splatoon-Spieler irgendwie nie so wirklich sich verinnerlichen. Dass Kills nicht wichtig sind bei diesem Game. Ist ja klar, wenn die vor einem sind, sollte man sie schon umbringen, aber eigentlich sollte man sich mehr darauf konzentrieren, alles einzufärben. Nee, geh weg von mir, du dummes Ding. Ich will das nicht. Ich mag Sucherbomben nicht. Ja, ich habe ihn erledigt. Okay, ich habe die die Heubojen bereit. So ein bisschen färben. Weil es gewinnt der mit der meisten Farbe, nicht der mit den meisten Kills. Nein! Er hat einen Märtyrer tot gemacht. Ach, die Musik, die ist auch wieder wunderschön, ne? Da hat mich einer weggeswappt. Ein Kill ist halt nicht viel, aber... Ich will sie auch nicht auf Kills. Nur wenn da einer bei mir ist. Ja, den Bogen, den mag ich nicht so. Muss ich jetzt schon sagen. Oh, momentan sieht ganz schlecht aus.
Nee, die Runde geht an die Gegner. Also der Bogen, der gefällt mir nicht. Das haben die gewonnen, eindeutig. Ja, den Endskin, den muss ich mir jetzt nicht 10 Jahre angucken. Zumindest einen kleinen Beitrag bisher. Okay, dann probiere ich jetzt mal das Splatoon aus. Ja, wie möchte ich mich nennen? Shining. Warum sollte ich mich anders nennen wollen? So, anpassen wollen wir. Dann probieren wir jetzt mal das Splatoon aus. Das ist ja die neue Waffe. Ist ja auch mehr so eine Nahkampfwaffe. Okay. Auch so eine Art Sucherbombe hat der. Wie viel macht das im Ganzen? 180. Das könnte ein One-Hit sein. Wenn der Schlag trifft. So, und natürlich die neue Ultra-Fähigkeit. Ja, Hammer. Pam, 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 pam. Viel Schaden scheint der aber nicht zu machen. Na dann, let's go. Hoffentlich läuft die Runde jetzt besser. Ich will mein Team natürlich zum Sieg führen. Erstmal ein bisschen Bereich färben. Weil nur töten ist Unsinn. Man gewinnt durch Fläche, nicht durch Kills. Ich habe ihn mitgenommen. Worth it. Ich hätte aufladen sollen und von weiter weg. Und tschüss! Ja. Das lief nicht gut. Okay. Nein, der war schneller.
Der Swarmbolt macht halt gut Schaden, wenn er nah dran ist. Aber der ist halt auch sehr, sehr schnell leer. Tschüss. Nein, der hat mich überrollt. Ah, das lief nicht gut. Ich versuche jetzt einfach nur noch so viel Fläche rauszuholen wie möglich. Naja, das könnte ein Sieg für uns sein. Ja, hallo, unsere Katze ist glücklich. Das Platz Hane, das gefällt mir. Damit kann man arbeiten. Den Hammer, den habe ich letztes Mal gar nicht so wirklich eingesetzt. Mit Bewegungssteuerung komme ich einfach so gut wie nie klar. Ich werfe immer so erst ein bisschen den Anfang, weil das von den Randoms nie einer macht. So. Dann haben wir nämlich wenigstens schon mal so ein bisschen Grundpunkte. Als ob ich da nicht mehr getroffen habe. So, einen weggesnippt. So, was habe ich da eigentlich als Super-Item? Achso, dieses Wellengerät. Das konnte ja richtig fies sein. Das habe ich im Trailer schon gesehen. Das ist richtig gemein, wenn man es anständig nutzt. Weil man muss über diese Wellen drüber springen, sonst bringen sie einen um. Die Reichweite von dem Teil ist teilweise so lächerlich. Geh mal näher ran. So treffe ich nichts. Boah, ich bin zu blöd, da hochzuspringen. Muss erstmal mit Steuerung klarkommen. Dann kann man weiterreden. Mann, ich wollte ihn gerade erschießen. Und da kam einer von der Seite. Oh, ist er gerade schnell weggedüst. Kann das mit Bewegungssteuerung einfach nicht. Ja, ganz knapp. Auf YouTube kommt übrigens nicht bedingt jede Runde, sondern die besten Runden, die irgendwie lustig oder gut waren.
Oh, da sind sehr viele auf Nahkampf bei dem Gegner. So, Anfang ist schon mal ein bisschen gut gefärbt. Das ist halt mega viel Fläche, ne? Was dann verloren geht. So. Dann stelle ich das Ding mal auf. Und fange mal an zu snippen. Da hinten war doch einer. Tschüss. Ich müsste da in die Mitte, damit ich auch alles treffen kann. Ah, fast. Oh, wie habe ich denn da jetzt daneben geschossen? So, für die Nahkämpfer. Oh, das sieht sehr, sehr gut aus. Und weggesnippt. Tschüss. Jetzt mache ich gerade richtig gut Kills. Der ist gelandet, instant tot. Ah, zu weit weg. Jetzt werden Wellen geschlagen. Man kann nicht sagen, ich würde hier keine Leute killen. Ja, wie gesagt, wenn ich eins kann, dann snippen. Snippen kann ich richtig gut. Alter, der Sieg ist eindeutig. Die kam ja auch kaum noch mehr was dazu zu machen. Also das gerade war eine richtig geile Runde. So, einmal kurz beenden. 8 Kills habe ich gemacht. Also mit der Waffe komme ich richtig gut zurecht. Haben wir noch eine andere geile Sniper mit Scharfschützenvisier? Das sieht man ja immer vorher, wenn da eins dran ist. Was hat das denn für Werte? Das ist höher von der Beweglichkeit her und vom Aufladetempo. Aber ich finde hier das hier besser, allein schon wegen der Tintenmine. So, erstmal ein bisschen Fläche. Meine Starttaktik allein schon, um so ein bisschen am Prozentzahl zu sichern. Okay, dieser Blaster, den der da gerade nutzt, den finde ich übrigens nicht so geil, weil der kaum Schaden macht. Das ist ganz praktisch, wenn man gerade so mitten im Gefecht ist, aber ich würde das nicht einfach so einsetzen. Oh. Nein, ich bin ins Wasser gefallen.
So, dann haben wir jetzt mal ein bisschen Fläche schon mal. Tschüss, Lambda. Ich brauche erstmal wieder Tinte. Der sitzt da oben. Ja, Lambda schon wieder ausgeschaltet. Ich weiß nicht, wie ich das berechnen muss, wie diese Kugeln von dem Panzer fliegen. Das weiß ich noch nicht. Dafür habe ich jetzt wenig bisher benutzt. Also die haben auf jeden Fall einen richtig heftigen Bullet Drop. Tschüss! Die haben so viel Fläche, das muss geändert werden. Okay, da werden wieder diese komischen Blaster aktiviert. Nee. Hatte eh kaum Tinte. Das hätte so oder so nicht funktioniert. Ah, der hat ein Schutzschild. Tschüss. Nein, hat's ob der Winkel. Ich glaube nicht, dass wir das gewonnen haben. Nee. Da freue ich mich auf die richtige Version. So, ich starte da oben. Immer erst ein bisschen Fläche holen. Was in der Mitte ist, das kann man sich auch noch im Spielverlauf zurückholen. Nein, da war eine Half-Bombe. Ich habe sie zu spät bemerkt. Oh, da links ist so gut wie gar nichts gefärbt. Das hole ich uns mal. Er hat denselben Plan. Er hat ihn schon ausgeführt. Gut so. Ich habe getroffen. Das ist alles, was zählt. Ich habe ihn weggeswappt. Los, meine Raketen. Die Map verändert sich. Das ist mir vorhin gar nicht aufgefallen. Richtig geil. Aber das geht wahrscheinlich auch weg, wenn der Meeresspiegel wieder fällt, steigt, ne? Ist ja klar, Wasser macht die Tinte weg. Nee, da oben war, glaube ich, eine Haftbombe. Okay, der Sieg ist eindeutig.
Die Tinten-Inferno-Dinger haben mich gerade gerettet. Das war mehr Glück als Verstand. Nein, das nehme ich euch weg. Nein! Komm, schnell noch ein bisschen Fläche holen. Alles andere egal. Komm. Wir haben mehr als die Hälfte eingefärbt. Das ist unser Victory. Erster Platz Basisverteidigung, Liga, Supersprungziel und mit dem Tinferno habe ich auch irgendeinen Platz belegt. Sechs Kills. Also Kills sind ja so oder so Nebensache eigentlich. Aber bis zum nächsten Steinfan, das dauert. Ja, mit dem Team mache ich ruhig weiter. So, damit kann man ja auch sehr, sehr gut färben. Okay, Anfang ist gut gefärbt. Damit ist zumindest schon mal so ein Grundstein gesichert. Ah, da war einer schneller. So, was habe ich jetzt hier? Irgend so ein... LOL? Bin ich zum Superman geworden? Erstmal überfordert. Das war wieder eine neue Fähigkeit, ne? Die gab es früher nicht. Irgendwann merke ich mir, dass man zu den Leuten hinspringen kann. Das habe ich bei Splatoon 2 schon immer verkackt. Komm runter. Muss weg. Bruder muss los. Boah, das sieht richtig gut für uns aus. So, Broden ausgeschaltet. Irgendwo da oben bei einer... Oh nein, eine Sepitox. Ich habe ihn mitgenommen. Das ist alles, was zählt. Sofort zu ihm wieder rüber. Auch wenn ich möglicherweise dann direkt einen Schuss abbekomme. Ich habe nicht mal gesehen, dass hier unten einer war. Er zum Glück auch nicht. So, gucken, ob ich das diesmal hinkriege. Nee, das überfordert mich. Ist zu viel für mein Hirn. Zu dir komme ich, May. Komm her. Ich sehe dich. Bomben zählen meine ich auch noch nach dem Ende. Komm. Ey, das ist so hart ein Victory. In Grund und Boden mit euch. Nice. Wie die einfach nur Player heißen, die Gegner. Haben sich noch keinen Namen gegeben. So. So, der arbeitet, während ich hier färbe.
Also den meisten Startbereich habe ich auf jeden Fall geholt. Da oben würde ich gerne einen Sprinkler postieren. Jetzt nicht so, wie ich das genau wollte. Ja, du hast keine Chance, wenn so einer es schafft an dich ran. Wenn es so einer an dich ran schafft. Nein. Ich habe ein Schutzschild. Versuch nochmal nach oben einen Sprinkler zu bringen. Und zwar diesmal richtig. Ja. Weil der fährt wenigstens durchgehend die Mitte dann. Ich wollte nur weg. Wie konnte der mich umbringen, der schon längst tot war? Die Pfeile von denen kann man auch kaputt machen. Okay, das wusste ich nicht. Der Boot kommt von oben. Nein, so hoch kommt man nicht. Oh, da ist was. Ich starte im Kreuzfeuer. Das ist nicht gut. Die mit dem Bogen, die sind teilweise fies, weil die so Tretminen machen. Ich verstehe langsam den Vorzug von dieser Waffe. Ich habe rechts bei denen, glaube ich, noch ein bisschen geholt, gerade eben. Ja, das haben die sich nicht mal zurückgeholt. Nice! Im Übrigen, es gibt hinterher, glaube ich, so gegen 22, 20 Uhr bei diesem Spiel noch so eine heiße Phase, wo dann alle drei Teams aufeinandertreffen. Aber das werden wir heute auf jeden Fall nicht machen. Weil ich habe nur vor, bis 14 Uhr hier zu streamen. Maximal. Oder bis ich den höchsten Rang erreicht habe. Außer die haben das geupdatet mit Splatoon 3, weil früher war das immer ein One-Hit. So, dann färben wir hier mal ein. Mit der Waffe ist das ein Klacks. Wortspiel nicht beabsichtigt. Ja. Wir holen die Fläche. Ich werfe den schon mal voraus. Den Tank, den setze ich gleich irgendwo praktisch fürs Team am besten hin. Sie gut drankommen, aber nicht instant getötet werden, sobald sie das holen wollen. Ich stelle den gleich da unten hin. Das müssen doch mindestens 10% jetzt sein, die ich geholt habe.
Sprinkler und Tranktank. Hier, Getränkeservice für alle. Gönnt euch, wenn ihr wollt. Ich hab ihn Nezer gekillt. Bin aber auch gestorben. Ja, die Waffe, die braucht halt lange, bis sie zuschlägt. Ich gehe mal zu dir. Und färb das da links mal ein. Hier ist ja irre viel noch frei. Ist ja mein Job gerade, das alles zu holen. So, da werfe ich einen Sprinkler hoch. Und gekillt. Jawohl, ich setze bei denen den Getränkeservice hin. Das ist es, ne? Einfach überrollt. Wir sind so krass mit der Waffe. Wie leicht man halt hier mit der Waffe jemanden töten kann. Moin, Itachi. Soll doch Itachi heißen, ne? Hatte ich, glaube ich, lang nicht mehr im Chat. 67%, jawohl. Ja, Teamstart, dass ich den kriege, war klar. Abschuss war ja mit dem Klecksroller jetzt nicht so im Fokus. Mit dem Klecksroller bist du ja eher darauf visiert, Fläche zu holen. Aber trotzdem eine ansehnliche Anzahl an Kills dafür, dass ich nur Fläche eigentlich geholt habe. Ich habe mich null auf Kills konzentriert. Wenn nur, wenn sie gerade anwesend waren. Nee, das ist hier so gesehen die Open Beta. Also heute ist ein spezielles Splatfest, dass man das heute schon mal anspielen kann. Und demnächst kommt dann das richtige Spiel raus. Man nimmt auch nichts aus dieser Demo jetzt so gesehen mit. So. Ich gehe mit der Basistaktik so viel Fläche wie möglich anfangs holen. Also man kann es jetzt momentan aber gratis spielen. Das ist halt der Vorteil. Kann man so ein bisschen schon mal in das neue Waffensystem reingucken, sich ein bisschen die Stadt angucken. Und dies und das. So, jetzt mit der Waffe ist man ja eigentlich darauf prädestiniert, Kill zu machen. Oh, ich hab das Wasser vergessen. Ich habe vergessen, dass ich da mit einem normalen Sprung nicht drüber komme. Ich habe das zu spät bemerkt. Boah, die Musik gerade ist richtig episch. Der hat denselben Fehler gemacht wie ich, der ist ins Wasser gehüpft. Oh, jetzt kann ich diese Schauerwelle mal gegen die einsetzen. Jetzt können die halt nicht mehr im Boden bleiben. Da links war auch einer. Oh. Hachi. Itachi, bist du doch dabei gerade im gegnerischen Team? Ich bin übrigens Team Stein, ne? Also momentan ist ja ein Splatfest. Ich habe extra Stein groß geschrieben, damit man das auch so ungefähr sehen kann. So, da tue ich einen Sprinkler hin, der instant kaputt gemacht wird. Ich habe den mit dem Roller weggenommen.
Verloren haben wir trotz. Außer wir holen jetzt noch erstaunlicherweise mindestens 20% Fläche in einem Rutsch. Es gibt, bei Splatoon 3 gibt es jetzt nicht mehr zwei Teams, es gibt drei Teams. Das heißt, es gibt Schere, es gibt Stein und Papier. Und es gibt dann hinterher noch so eine Endphase, wo dann auch alle drei Teams gleichzeitig anwesend sein werden. Ich glaube aber, das gerade war das Team Papier. Blau ist auf jeden Fall Team Stein. Ich meine, gelb ist Papier und rot ist Schere. Kann ich ja nach der Runde hier jetzt eben kurz nochmal nachgucken, welches Team das war. Aber ich meine, dass das Papier war. Stein ist halt das einzig wahre Team. Nur Stein kann gewinnen. Deswegen habe ich Team Stein genommen. Ihr dürft mir übrigens an der Stelle auch mal sowohl jetzt hier bei Twitch als auch später auf YouTube mal so schreiben, welches Team ihr so wählen würdet. Also ich lade das ja später auch noch auf YouTube hoch. Aber da ein bisschen krasser geschnitten. Oh, die haben einen Sniper. So, erstmal Fläche holen. Das Wichtigste. Ich spiele gleich auch die neuen Waffen nochmal. Die habe ich direkt zu Anfang einmal genutzt. Bin diesmal nicht ins Wasser gefallen. Oh, danke für den Tank. Bin aber schon wieder leer. Hier, noch ein Getränkeservice. Da oben. Da oben ist der, den ich ausschalten will. Da war nämlich mal gerade der Sniper. Hier irgendwo da hoch? Nee. Muss ich mit einer Bombe versuchen. Natürlich ist sie runtergerutscht. Ja, Stein gewinnt immer. Hab noch nie mit Stein bei Schere, Stein, Papier verloren. Nee, da oben ist halt wirklich der Sniper. Komm! Ich habe ihn noch mit der Bombe erledigt. Jawohl. Im Übrigen hört ihr sowohl mich als auch das Spiel ganz gut, weil da war ich mir nicht ganz sicher. Ob ich das Spiel jetzt nochmal leiser stellen muss oder mich lauter. Boah, gerade leckt's. Hä? Was war das denn für eine Fähigkeit? Meine Schüsse wurden, glaube ich, gerade aufgesogen. Was ist denn das für eine Fähigkeit gewesen? Die will ich auch mal ausprobieren. Nein, geh weg! Erstmal einen halben Herzinfarkt kriegen wegen dem Robo, der auf einmal neben einem auftaucht. Jetzt mach ich eure Fläche weg. Ich weiß, dass hier der Service richtig gut steht. Ich muss Team Stein zum Sieg verhelfen. Ich hoffe, ich hab's noch irgendwie. Oh.
Wir haben es noch gerissen. Aber Killsieger war ich definitiv nicht. Welche Fähigkeit war das denn, dass er jetzt aufgesogen hatte? Oder war da eine mit dem Schirm vor mir? Und wir sind ein glorreicher Steinfan. Einfach mal durchgucken. Irgendwas, das hier so andeutet. Kugelschild, den habe ich schon gesehen. Der kann es nicht gewesen sein. Den Ultrastempel, den muss ich nochmal versuchen. Der Tintegrator könnte es gewesen sein. Ich probiere mal aus. Einfach mal reinwerfen. Ich versuche zumindest hier so ein bisschen zu färben, ne? Aber mit der Sniper ist Einfärben nicht so mein Hauptgebiet. Da war doch einer gerade eben. Wir reden nicht drüber. Tschüss. Da war doch gerade einer. Nein, nein, nein. Halt still. Jetzt einfach mal ausprobieren. Oder auch nicht. Da standen aber Gegner in der Einsaugung. Also meine Schütze wurden gerade eben tatsächlich einfach weggesaugt. Der Schwamm ist im Weg. Tschüss. Ich hab dich gesehen. Ich warte nur, dass du hier hoch willst. Getroffen. Ja, der hat ein Schild. Her mit eurer Tinte. Ich will sie haben. Ah, und dann mache ich so eine Megabombe. Okay, man kann nicht die Getränke von Gegnern snacken. Na gut, hätte man sich auch denken können, ne? Genau in dem Moment ist er da weg. Perfekt. Ich bin mal ganz kurz AFK. Ich schmeiß mal eben kurz meinen Hund aus meinem Zimmer. So, auch schon wieder zurück. Die andere Sniper, die fand ich besser. So. Wieder gegen Schere. Wir müssen jetzt den Fehler von gerade eben wieder gut machen. Das können wir ja so nicht stehen lassen. Thank you.
Da sind Gegner. Ich lasse das einfach mal laufen. Wird schon treffen. Der Bogen ist auch so mehr oder weniger Sniper. Aber nicht so akkurat wie die richtige Sniper. Da habe ich doch einen gesehen. Ich komme nicht rüber, wenn da einer mit einem Stempel rumhantiert. Nein, wenigstens kriegt er den Kill nicht. Ich konnte halt nicht weiter, weil ich in der Luft abgeschossen wurde. So, tschüss. Warum mache ich eigentlich nicht das hier? Da wollen doch welche hin. Da kommen sie. Da kommen die Larrys. Ha, nicht geschafft. Er wollte mich insta-killen. Aber es klappte nicht. Am besten wäre, einer schleicht sich über rechts. Noch mal hier so ein bisschen Punkte holen. Einer ist schon dabei. Ah, da hat sich einer mit dem Roller angeschlichen. Leute, wir können Schere nicht nochmal gewinnen lassen. Wir erobern jetzt einfach die Mitte. Ich habe zumindest eine Sepitox noch gefunden. Mit dem Spartaner kann man insta-killen. Ich glaube, wenn man mit dem Hochschlag genau an einem dran steht, dann ist das ein Insta-Kill. Wir haben zumindest diesmal gewonnen. Wir haben zwei mit dem Bogen in unserem Team. Das habe ich ja auch früher bei den früheren Splatoon-Teams irgendwann so gemacht, dass einfach die Zuschauer immer die Waffen entschieden haben bei mir. Bei Community-Teams sogar, dass von den ganzen Runden, dass alle mit derselben Waffe spielen mussten. Das war irgendwo schon ganz lustig immer. Ich werde auch Community-Teams hierzu machen, wenn das Spiel ganz raus ist. Da könnt ihr auf jeden Fall sicher sein. Weil ich weiß, dass die sehr, sehr lustig immer waren. So, gleich haben wir erstmal ein bisschen hier Basis gefärbt. Das Ding hat kaum Fläche. Und man sieht, habe ich ja jetzt alle Waffen durch. Also wenn ihr wollt, könnt ihr vom Chat jetzt immer entscheiden, welche Waffe ich nehme. Ich spiele, bis ich die Punkte voll habe. Weil bis zum Finale werde ich nicht dabei sein. Das Finale wäre 22 Uhr und da ist Shellshock. Komm. Schade, nicht getroffen. Da kam wieder einer angerutscht. Ich komme mal zu euch nach da vorne. Okay, die haben sich gegenseitig gekillt.
Ja, was soll ich machen? Da steht ein Sniper. Aber keine Ausweichmöglichkeit. Aber diesmal weisen wir die Scheren wenigstens in ihre Schranken. Da oben war doch gerade einer. Ich habe die Ziellinie gesehen. Als ob gerade keiner da hinten steht. Einfach so viel Fläche jetzt noch wegholen wie möglich. Und den Sniper am besten auch noch mitnehmen. Müsste aber ein Sieg für uns sein. Ja, das ist doch ein Sieg für Team Stein. Nieder mit den Scheren. Unsere Erzfeinde. So, ich mache hier rechts. Ich bin natürlich der Einzige, der hier wieder vorne fährt. Aber das kommt uns ja später zugute. Weil so kriegen wir ja richtig gut an Prozenten. Ich nutze jetzt einmal einfach, um ein bisschen Fläche zu holen. Weil so wie ich hier einfärbe, kriege ich die gleich nochmal. Mir gefällt auch die Musik, die es jetzt hier neu gibt. Mein Lieblingsklingen bzw. Splatoon-Song ist aber hier aus Splatoon 1 so die Endkampfmusik. Die fand ich richtig geil. Die hatte ich mir sogar runtergeladen und dann 100 Mal auf dem Handy angehört. Wo dann so diese beiden Inkling-Schwestern da singen. Alter, wie viel Fläche die hier einfach nicht mitnehmen. War doch gerade noch einer. Muss erstmal Punkte sammeln. Muss die Fläche holen. Oh, da ist eine Bombe. Die Tintensuka ist noch so krass wie in den vorherigen Spielen. Alles gut. Das ist unsere Heulboje, die da rumschreit. Also momentan sieht es gut für uns aus. Jetzt müsste ich auch mal ein paar Kills holen. Vor allem den Sniper muss ich da mal wegholen. Hat ja gut funktioniert. Noch ein bisschen holen. Über den Sniper-Kill-Versuch reden wir mal nicht, okay? Ich wusste es immer. Stein besiegt auch Papier. Nach langer Zeit mal wieder gegen Papier gekämpft und gewonnen. Ich müsste auch mal hier bei mir so Zettel und so weiter anpassen. Von dem Charakter. Konnte man ja alles einstellen.
Am besten so eine schöne gerade Fläche entlang schießen, damit der schön viel Fläche holt. So, ich lasse ihn mal da lang gehen. Ist zu wenig Tinte für drin. Und ich habe auch noch diesen Sensor dabei. Da kann ich was aufstellen, dann könnte man sich da instant hinsetzen, falls wer will. Dass bisher noch keine Map-Wechsel kamen, finde ich sehr interessant. Hier ist schon wieder so viel Fläche frei. Das ist so einer der Gründe, warum ich das lieber mit Community spiele als mit Randoms, weil die kaum die Fläche holen, sondern nur auf die Kills gehen. Ich weiß, das ist so schön für die Elo, aber du gewinnst so keine Matches. So, hier setze ich jetzt mal so ein Ding hin. Wenn jetzt wer will, könnte er sich dahin platzieren. So. Danke für deine Tinte. Dahin. Ich hab doch gefeuert. Ich weiß nicht, warum der das gerade nicht abgefeuert hat. Da, und da habe ich jetzt so einen Startpunkt hingesetzt. Konnte man jetzt nochmal gut sehen. Hätte ich auch selber nutzen können übrigens. Nein, keine Tinte mehr. Wollte, dass ich nicht gerade einer hinbeam? Tschüss. Da komme ich nicht hoch. Das Thema hatten wir schon. Das Gute ist, der Proviator, der hat auch richtig gut Reichweite. Hier setze ich mal eben kurz eins von den Teilen hin. Als einer von denen herkommen will. Also man sieht, warum der Proviator eine meiner Lieblingswaffen war, ne? Richtig viel Fläche und auch noch richtig starke Feuerkraft. Ich hatte den damals bei Splatoon 2 immer mit so einer Sucherbombe zusätzlich benutzt. Es gibt ja mehrere Versionen von den Waffen. Das sind ja immer so Zs. Da habe ich diese Bomben dann vorausgeworfen, auch mal des Öfteren. Und dann erst das Zelt dahin geschossen. Das Zelt ist aber auch das Einzige, was so riesengroß an Fläche ist. Man hat auch den Nachteil davon gesehen. Das Ding fliegt langsam. Ich kann das ja mal zum Vergleich zeigen. Jetzt gerade habe ich ja das Zelt. Ihr könnt das jetzt mal so sehen. So fliegt das Zelt. Jetzt kann ich ja mal den anderen Proviator nehmen. Guck, der fliegt vergleichsweise wesentlich schneller. Der macht auch eine viel größere Strecke weg. Also das ist halt der Nachteil von dem Camp-Proviator. So, erstmal wieder färben. Das ist mein Job. Da hat einer schon Arbeit geleistet. Versucht so viel Fläche wie möglich mitzunehmen.
Tschüss. Ich wollte gerade zuschlagen. Oh, noch durch einen Swamper. Ich spawn lieber so. Einen überrollt. Einen mumigen habe ich überrollt. Ich weiß, der war schlecht. Es könnte ein Sunny-Witz gewesen sein. Roller gegen Roller, komm her! Haben uns gegenseitig gekillt. Er mit dem Schlag und ich mit dem Rollen selbst. Ja, ich habe die beiden mitgenommen. Holt die Fläche. Ja, schlagen wäre jetzt gerade besser gewesen. Naja, sieht knapp aus. 50 zu 40 und ich sage, es sieht knapp aus. Ich habe noch nie gesehen, dass alle 100% irgendwie genutzt wurden. Okay, die haben zwei, die auf Nahkampf sind. Für die bin ich eigentlich der perfekte Konter, weil ich die aus der Ferne kaputt machen kann. Aber ich muss erstmal hier unseren Bereich ein bisschen färben. Ich treffe nichts. Da sitzt der Sprinkler wenigstens gut. Nicht getroffen. Tschüss. So, viel Spaß beim Hüpfen. Wann hat der sich angeschlichen?
Das war fies. Der hat sich einfach angeschlichen. Etwa von hinten. Story of my life. Könnte aber ein Sieg für uns tatsächlich sein. Mal ein bisschen Fläche geholt. Fläche ist mehr wert als Kills. Abschussassistenz. Okay, ich habe bei Abschüssen geholfen. Also selber Kills habe ich nicht viele gemacht, das weiß ich. Waren, glaube ich, nur so drei. Ja, waren drei. So, Fläche holen. Ist immer das Wichtigste. Worum die Random sich natürlich nicht kümmern. Man kennt es ja. Machen halt gar nichts von Fläche. Und das ist das Wichtigste eigentlich ist. So, erstmal Tinte sammeln. So. Hier ist ein Getränkemarkt. Das ist sehr nett. So, hab da einen Spawnpunkt hingesetzt. Okay, das könnte diesmal unser Sieg sein. Eine Tinte, verdammt. Okay. Hab den zumindest mitgenommen. Als ob die noch eine Wende schaffen. Das sieht auch wieder so mega knapp aus. Die haben tatsächlich noch eine Wende geschafft, obwohl wir sogar schon bei denen drüben waren. Die Map ist aber auch gigantisch. Ich will den Rang noch schaffen. Na komm. Komm, Team. Wir machen die fertig. Diesmal hole ich den Start schnell. Jetzt habe ich einen Roller. Mit dem Roller holt man einfach am schnellsten.
So, der Start ist gleich komplett gefärbt. So, jetzt fange ich hier unten an. Boah, ich hole richtig viel Fläche gerade. Ey, die pushen gerade auch nur durch, ne? Die holen null Fläche. Das mache ich gerade alles. Halten sie die wenigstens hinten? Nee. Gehen nur auf Kills und holen null Fläche. Das ist wieder so ein Musterbeispiel an Splatoon Randoms. Nur auf Kills gehen, keine Fläche holen. Und sich dann wundern, dass man verliert. Los, meine Bombe. War nicht schnell genug. Für Klecksroller ist ja so Bewegungsgeschwindigkeit auf jeden Fall wichtig. Dass man da von der Kleidung her irgendwie Bewegungsgeschwindigkeit pusht. Weil das kann man ja jetzt momentan noch nicht. Ich finde das so gut, wenn die null aufpassen. Na, hab ich noch geholt. Einmal ausholen wäre jetzt wahrscheinlich schneller gewesen und hätte auch bewirkt, dass ich nicht gestorben wäre. Ey, ihr könnt bis zur Hälfte rechnen, das habe ich alles allein geholt. Ich habe mindestens 30% von diesem Sieg geholt. Weil die nur auf Kills gegangen sind. Hätte ich das nicht gemacht, hätten wir verloren. So. Hat sich da einer ernsthaft Menschling genannt? So, wir haben einen mit dem Klecksroller. Und mal wieder muss ich den Anfang färben, weil die hören ich das nicht machen. Wenn sie wenigstens grob machen würden, das wäre ja schon eine Erweiterung. Ja, allein das, was das für eine riesige Masse an Fläche ist. Na gut, der mit den Klecksrollern, der macht wenigstens seinen Job. Los. Ah, ich habe mich auf den rechts konzentriert und der links hat mich dann geholt. Den nutze ich. Danke, wer auch immer den gesetzt hat. Da war was im Weg. Ah, er kann schneller laden als ich. Toll. Für mich wäre es am praktischsten, wenn ich oben irgendwo bin.
Natürlich kommt man hier nirgendwo hoch. Hab einen gesniped. Der hier ist, glaube ich, oben. Er war oben. Das war aber nicht bedingt ein Vorteil. Boah, ich spawn jetzt so. Ich spawn ihn halt die ganze Zeit im Tod, weil die im Kampf geschehen sind. Ja, war schon außer Reichweite. Aber wenigstens habe ich mein Ziel erreicht. War sogar ein Victory. Also sobald die Vollversion kommt, dann kommen halt die richtigen Skills rein, weil man dann alles reinskillen kann. Beispielsweise in diese Sekundärfähigkeit, dass die weniger verbraucht oder mehr Schaden macht. So, ultimativ müsste ich jetzt erreicht haben. Ich könnte halt nochmal die 999 voll machen für ultimativ 1. Das würde sich dann halt einfach nur so steigern. 1, 2, 3, 4. Es gibt, glaube ich, bis 9. Da wollte ich jetzt nicht so wirklich reinspielen. Willkommen zurück, Leute. Nochmal ein bisschen Splatoon 3. Ja, ich nehme hier gerade nochmal ein bisschen im Nachhinein auf, weil ihr unbedingt von mir auch diesen Dreikampf bekommen sollt. Und jetzt gerade ist diese Phase angetreten. Ich hatte ja vorher keine Zeit. Ich bin immer noch Team Stein. Alles hier bewiesen. Momentan, na, Zwischenstand, alle sind ungefähr so bei 33%, Papier so 34%. Das wollen wir natürlich ändern. Ich will jetzt für euch extra nochmal so einen Dreikampf aufnehmen. Und welche Waffen nehmen wir denn dafür? Ich würde sagen, wir gehen für die letzte Runde nochmal auf Triesinger. Die ist jetzt extra nur für euch in diese Runde, liebe Zuschauer von YouTube. Für euch extra mache ich jetzt hier gerade nochmal eine Aufnahme. Ich hoffe, ihr appreciated das. So, ab jetzt sollte nämlich der Dreifarbangriff verfügbar sein. Ja! Da kämpfen nämlich jetzt alle drei Teams gleichzeitig. Und das wird ultra spannend. Wir sehen uns gleich in der Runde. So, Leute, es ist Zeit für einen Dreifarbkampf. Es hat übrigens 5 Versuche gedauert, bis ich zum Dreifarbkampf kam. Ich habe jetzt zum Spartaner zwischendrin gewechselt. Und jetzt sehen wir es. 2 von Team Stein und 2 von Team Papier kämpfen gegen Team Schere. Ich hoffe, mein Mate ist einigermaßen in Ordnung. Es ist das erste Mal, dass ich jetzt so einen Kampf mache. Und bin schon gespannt, wie das abläuft. So, dieses Sturmi-Signal, das ist das, was wir sammeln müssen, ne? Ja, hab ja schon gesagt, Team Schere ist das Team, was gerade führt. Und ich, also Team Stein und Team Papier müssen sich jetzt gegen die verbünden. Momentan führen wir. Die Map, die kommt mir sogar bekannt vor. Das ist, glaube ich, eine alte. So, das Ding direkt mal entfernt. Und wir müssen gelb ein bisschen was an Farbe nehmen.
Ah, da kam eine Trisuka. Aber ich finde das Prinzip hier hinter richtig spannend. Also sowas spiele ich in Zukunft gerne öfter. So, zwei auf einmal erledigt. Ich habe ihn mitgenommen, oder? Nee, er hat überlebt. Wo momentan führen wir? Ich und mein Mate. Läuft doch schon mal gut. Den habe ich doch umgenietet. Die haben 40%. Krusei, mach was. Boah, es reicht, wenn wir in der letzten Sekunde irgendwie noch auf den Platz kommen. Ich glaube, wir haben es gerade so noch gerissen. Und... ja! Boah, wir haben es in der letzten Sekunde noch gerissen. Das haben wir super gemacht, Kyusai. Boah. Ey, das ist anstrengend, aber irre cool. Und wir haben uns dieses komische Signal gesichert. Das war aber mit der Kollege. Ihr könnt daran jetzt auch sehen, das hat ein paar Versuche gedauert. Es war wirklich so eine Glückschance, diesen Modus zu erwischen. Also ich musste wirklich 4-5 Mal erst kämpfen, bis ich diesen Modus bekommen habe. Auch wenn ich den ausgewählt hatte. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch dieser Stream bzw. diese Runde jetzt noch gefallen hat. Wenn ja, dann könnt ihr ein Abo und ein Like auf YouTube da lassen. Ein Follow auf Twitch. Und ich wünsche euch jetzt allen noch einen wunderbaren Tag oder eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr euch das anschaut. Tschüss!